Ich hoffe ja nicht, dass wir da hinten den halben Wald abkokeln. Aber es sieht erstmal nicht so aus. Nee, wir machen bloß den Eingang frei. Ja, wunderbar. Wir machen nur den Eingang ein bisschen frei. Hier könnten wir auch noch, wenn man das wollte. Da. Komm, das machen wir sogar. Genau, und da unten könnte man es theoretisch auch machen. Da wollte ich nicht, ich wollte da. Hey, ich wollte da. So. Genau, so. Wunderbar, und dann wollte ich hier wieder zurück. In die Höhle. Und mein Schwerdilein zücken. Nein, ein Huhn. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So haben wir aber nicht gewettet. So, habe ich noch Kohle dabei? Nein, habe ich nicht. Das war ja jetzt wieder besonders clever eigentlich von mir. Das heißt, ich muss doch wieder gehen. Nein, ich muss nicht gehen. Ich muss einfach nur Kohle abbauen. So, und Stickies habe ich aber dabei, oder? Also Stäbchen, Stabilos, was auch immer. So, hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Wunderbar. Dann können wir hier im Inventier so sagen. Zack. Du kannst weg. Zack, du kannst weg. Und dann würde ich aus dir mal sagen, jetzt habe ich da draußen natürlich wichtige Ressourcen kaputt gemacht. Das ist mir klar. Ist er. Also manche Leute. Okay. Und eine Schaufel hätte ich auch gern noch, aber dafür bräuchte ich erstmal... Also, gehen wir mal nach da hinten. Fackel haben wir. Da war nichts. Okay, dann ging's nach da unten weiter. Die Treppe war interessanterweise nicht von uns. Interessant, wie hier unter Tage dann plötzlich so Viecher spawnen, wenn man ein bisschen Licht gemacht hat. Ach ja. Nein! Ja, da. Hab ich dich? Das sieht doch schon wieder nach Dungeon aus. Okay, dann würde ich hier doch mal sagen, zack, 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 zack.
zack, zack. Zack. Kommen denn die jetzt schon wieder her? Okay. Dann würde ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Also die sind ein bisschen doof. Ich glaube, in Minecraft ist es so, dass sie auch von den Höhen hüpfen, wenn sie es wissen, dass sie es überleben. So. Aber ich will jetzt eigentlich... So. Was ich jetzt eigentlich machen würde, wäre... Boah, das ist ein Mini... Boah, diese Erde da, ne? Die gibt mir jedes Mal die Paras. Dieses grüne Leuchten, ey. Das ist immer so ein... Komme ich hier wieder raus? Ich hoffe es. Okay, also hier Sackgasse. Da komme ich wieder raus. Hier Kohle. Da Kohle. Dann würde ich da hinten doch mal sagen, dieser Spinnendungeon, den wir da gesehen haben, den würde ich mal ausleuchten wollen. Aber erst nehmen wir hier die Kohle mit. Und die Schleims würde ich auch gern mitnehmen. Ich weiß nicht, ob wir hier Pistons oder irgendwie sowas haben, aber die wären vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich mir irgendwas basteln wollen würde. Da machen wir mal eine direkte Verbindung. Das macht vielleicht ein bisschen was einfacher. Oh, da oben ist Eisen. Ach, da sind wir jetzt. So, die Frage ist jetzt nur, wo komme ich eigentlich her? Ich glaube von, nee, davon nicht. Ich glaube von hier auch nicht. Sondern von da irgendwo. Nö. Okay, ich habe mich schon wieder übelst verlaufen von da. Von hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon wieder übelst verlaufen, aber... So, also so ein Dungeon ist ja normalerweise 4 hoch oder so, ne? Das heißt, 1 auf dem Niveau. Auf dem Niveau muss ich mich da reingraben, das heißt, ich nehme... Und du bleibst weg, bitte, ja? Ich nehme dich. Also eigentlich will ich die Kohle natürlich auch, deswegen ist das eigentlich auf dem Niveau ganz okay.
So, dann machen wir hier mal 4. Sagen wir 2. So. Dann machen wir hier mal wieder eine Fackel hin. Und dann geht's dahin. 3, 4. Zack. Also das eine, was ich jetzt hier mal mache, ist, hier kommt eine Fackel hin. Hey Spinnies, wollt ihr nicht herkommen? Offenbar nicht. Okay, dann würde ich doch mal hier sagen, hier. So, dann würde ich da auch nochmal eine Fackel hinsetzen. Ich habe keine Fackel mehr, das gibt's ja gar nicht. Okay, Stiggy, Koli, Zaki. Super, noch eine Kohlehammer, das ist auch nicht schlecht. Dann würde ich hier noch ein bisschen spitz hacken. Also, wie viel? 5 sind es doch immer, oder? 1, 2. So. 4 bitte. Okay, wie schaut's denn so aus? Da würde ich doch mal. Hi! Du warst ja ein Süßer. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich die gesehen habe, bin ich so richtig vor denen erschrocken. Weg mit uns! Weg, weg, weg! Okay, nächste Spitzhacke wäre hier. Zack, zack. Da machen wir hier nochmal eine. Ne Ding hin, das müsste er jetzt dann hier. So. Dann würde ich hier wieder dahin gehen. Wunderbar, und dann hätte ich das geschafft und dann können wir jetzt hier wirklich einfach 4, 1, 2, 3, 4 sagen.
Na, komm mal. Ja, Fnuffi hier. Hey. Hey, Fnuffi. Okay.